Eine feine Miezekatze. Machst du die Lampe zu dir jetzt, oder was? Die Lampe habe ich zu mir, ja. Also wenn ich es anmache, ja. Warum dieses? Na, damit man ihn sieht. Dass ich auch im Dunkeln filmen kann. Dich selbst? Ach so, das ist jetzt so rumgemacht. Ja. Miezekatze. Schön. Ich bin mal gespannt, wie das hier wird. Wisst ihr, hier, wenn ich so ein bisschen rumschwenke, dann kommt nämlich immer dieses scheiß Puschelding oben links in der Ecke drin. Ach, kein Puschel mehr zu sehen. So, Freunde der Sonne, heute gibt es mal eine Lost Place Tour. Dominik ist ja nicht mit dabei, aber ich habe mal wieder Unterstützung. Wir haben Ersatz dabei. Genau, wir haben Ersatz dabei. So, die beiden kennt ihr ja schon. Hier gibt es eine neue Sicht. Hallo, ich bin Sweetwater Cat TV, auch Bunker Cat TV vom Instagram-Kanal und auf YouTube. So, Link unten drin war. Heute gibt's, was war das? Kinderheim. Kinderheim. Heute gibt's Kinderheim. Ich dachte mal, dass wir Tobi dabei haben. So, na dann, wir werden mal, wa? Bis gleich dann. Oh, Ast. Ah, voll in die Fresse. So, da Tino ja jetzt Bushcrafter werden will, haben wir gedacht, wir gehen mal schon mal im Wald und fangen mal schon mal an mit ihm zu üben. Tino, seil dich doch mal irgendwo ab. Jetzt knack. Da ist ein Haus. Das Haus da hinten, das würde ich schon eher nehmen wollen. Das ist es, ja? Ja. Spinne. Gut. Ich sag ja, das sieht sumpfig aus. Keine Hai jetzt an haben hier. Keine Hai jetzt. Oh, ach du Scheiße. Jo. Läuft. Ja, meinst du, ohne Hase aus? Noch nicht mal fünf Minuten hier. Jo, haben sie schön. Alter, das ist aber zerfallen. Da komm ich doch runter. Was hast du schon mal im Web gesehen? Ah, schon wieder voll in die Spinne. Okay, jetzt hier brauchen wir nicht weiter gucken, wa? Hier definitiv nicht mehr. Ein bisschen. Hier werden wohl die bösen Kinder gekokelt haben. Das ist bloß ein Raum hier. Echt jetzt? Und eine Waschschüssel. Na denn, wir suchen mal einen anderen Eingang. Bis gleich. Indiana Jones läuft vor. Du hast ein Stückchen. Ja, Mücken. Ich hab Mückenspray bei zur Not. Ah, nicht schon wieder Dornen. Aber das sieht aus wie offenbar. Komm auch weiter. Jo. Da würden wir auch weiterkommen. Ihr könnt da mal richtig rinkicken, wie zerfallen die ganze Schoße ist. Aber hier kommen wir wenigstens weiter. Die anderen Binnen sind schon vor. Ja, mal sehen. Also wo ich hier mit Dominik das letzte Mal war, das ist auch schon wieder echt lange her, war das definitiv noch nicht so zerfallen. Also ich weiß bloß, da gibt es ein Foto, ich kann euch das ja mal gucken, ob ich das einblenden kann. Da hat oben Dominik gesessen, das seht ihr auch im Intro bei uns. Da ist das Foto nämlich auch mit bei. Also ich weiß, man kommt definitiv nach oben, zumindest kam man immer nach oben.
Okay, mal hier liegt so ein Stock auf dem Boden. Alle bleiben. Ein Truthahn. Also. Oh, hier ist wieder so ein zerfallener Abteil. Oh, hier hängt noch die Lampe. Dominik, das wäre jetzt wieder genau das Richtige für dich. Die Lampe. Die hängt. Oh. Hier geht's nicht mehr weiter. Da geht's eher unten runter. Aber im Keller kommen wir ja noch. Der wird zwar nicht so spektakulär werden, aber wir versuchen mal. Oh, was ist denn hier? Ein schöner Ofen? Ein bisschen. Das ist sogar hier echt, also Fensterscheiben sind ja auch noch zu und alles, wa? Vor BB. Okay. Frankfurter Filmschätze, Märkisch Oderland. Aha, okay. Stein und Brötchen. Ich glaube, die sollen nicht essen. Nee, das ist doch Mehl, oder? Kuchen ist drin. Ja. Oder jetzt noch so ein Streichhölzer. Oh, das, was da drin draufsteht, ist nicht mehr drin. Ach du Scheiße, hat der hier private Unterlagen noch? Wird speziell essen, oder? Ach, wenn der hier noch ein Ladekabel hatte. Wie hat der das denn hier geladen? Ja, hier kann er schlafen, schön über dir, wa? Büroecke oder was? Klebse, Schuhe. Aber guck mal, die Tüte sieht doch auch noch gut aus hier. Da ist noch ein Kassenwillig von Lidl drin. Aber vielleicht waren es Jugendliche gewesen wieder mal. Aber vielleicht sind hier so Klebe drin, haben wir auch hier gemacht, hier so ein bisschen an so einer Location. Aber ganz ehrlich, warum guckt man sich eine Brotschneidemaschine? Ist das ein Wirklichstrom hier? Darum ja. Ist das gleiche wie da ist noch ein Stromadapter drin hier für, zum Laden. Jetzt war die Mitte haben sie auch alles abgedichtet. Hm. Hier sind Styroporreste so, ja, ne? Da wäre ich schon hinein gekeckelt. Genau. Da, oh, die sehen ja so noch gut aus, war, aber ich filme nicht rein, das habe ich mal versprochen. Aber gucken kann man. Ja. Guck mal, hier waren Wände drin gewesen, das siehst du, die Anker sind noch da. Ach so, also man sieht so Wand dazwischen, so eine kleine. Genau. 4 Waschbecken, 4 Klos wahrscheinlich. Ja, nee, 3. Obwohl, da, ja, ja, da war der 4. Ja, stimmt. Stimmt. Oh, die Klos sehen diesmal aber noch gut aus. Erstaunlich. Ja, da hinten wird wahrscheinlich oben Klo gewesen, da wird das wahrscheinlich für die Mädels und da drüben für die Jungs gewesen sein. Ja. Weil wir sind nämlich damals von hier aus irgendwie reingekommen. Oh nee, warte mal, von hier. Da, genau, sag ich ja, da. Da sind wir reingekommen. Ah, okay, ja, da haben sie von außen zugemauert. Genau. Boah, zugeplankt. Wir sind nämlich hier reingegangen und sind nämlich dann von hier aus konnten wir nämlich hoch. Aber da können wir ja gleich nochmal gehen. Da können wir, da siehst du aber oben die Decke einstürzen. Oh. Zeig ja. Weil der bis ich mich noch hier eigentlich mit meinem Fisch ein und mich noch rein fotografiert damals. Hm. Und von oben hast du genau das gleiche Ding nochmal. Zack, zack, alle drunter. Wird wahrscheinlich oben eingeschlossen da hoch und dann wird es da hoch. Aber hier ist auch. Auch ein Bad. Was war das hier? Nee, das ist doch ein Bad. Ja. Was ist denn das hier? Ich
weiß jetzt nicht, ich überlege gerade, ob das eine Badewanne gewesen ist. Kann ich nicht vorstellen. Warte mal. Das ist auch genau Fluss. Naja, das will ich gerade gucken. Doch. Du hast den Fluss. Doch, Tatsache. Was ist klein für die Badewanne war? Naja, war ja nur mal ein Kinderheim, ne? Aber hier gibt man schön, erstmal vorm Bad Gitter vorgebaut. Kinderheim. Machst du was? Nachziehungslager wohl eher, wa? Nein, den Boden traue ich hier echt nicht, wa? Ne, der sieht wirklich wie schon... Wie der aussieht. Ich wollte schon mal in den Innenraum drin war, da hat er schon dann den Nachhinein langsam. Wir können ja mal darüber gehen. Ja, klar. Warum nicht? Oh, die Decke ist noch... Die sieht relativ neu aus. Wollte ich gerade sagen, was haben die je gemacht? Ich finde das so geil, immer wenn du siehst, wenn die Fenster so offen ist, der Efeu wächst da drin und das ist alles so schön. Ja, ist ja Wahnsinn, oder? Herrlich. Ja. So, wir versuchen mal jetzt mal auf der anderen Seite mal wenigstens einen Einblick zu kriegen. Vielleicht komme ich hier so ein kleines bisschen durch. Wenn was sein sollte, schrei ich einfach, die Jungs sind ja da. Ja. Das ist übrigens da hinten, da sind wir reingekommen. Und das ist da oben, da wo Dominik mir stand hat. Ich hoffe, dass wir da noch hinkommen, dass ich euch das mal zeigen kann. Ich werde da nicht rübergehen, weil ich bin damals da schon nicht rübergegangen. Ja, sieht doch auf jeden Fall erstmal so aus, als könnte man sich hier ein bisschen bewegen. Und ich glaube, das wird nicht mehr sein, weil wenn ich mir die fetten Balken hier angucke, da werden wir nicht mehr langlaufen können. Also weiter brauchen wir jetzt hier nicht mehr gehen. Da hinten wird komplett durch sein. Das lassen wir. Sieht sie nicht? Oh, doch, die gibt vielleicht einen Zentimeter nach. Und dann einen Meter. Und dann 5 Meter. Aber nicht gerne. Scheiße, geht hier weiter nach oben. Da ist alles deckig wahrscheinlich. Die muss jetzt halt besonders. Wichtig, niemals zu zweit auf so eine alte Treppe gehen. Hier jetzt nämlich raus auf den Balkon. Auf den Kabel jetzt an, wir haben die Mädels gewonnen. Das ist alles in unserer Sicherheit. Das ist die erste Etage, die zweite. Und ich kann mal gleich, das ist wieder die Schule, ein offenes Bad. Nein, hier haben wir auch jemand im Zug. Hier ist das Bad American Style. Ach, sehr geil. Und Duschkabine. Ich habe hier schön auf Kinderhöhe. Die ganzen Marken auch so mit Schipp und Hunde alle drauf. Ich halte hier schön auf Kinderhöhe. Wie geht der hier richtig rum? Und die Straße. Okay. Für die Kiddies. So, dann werden wir mal dahin gehen, wo Dominik damals gestanden hat. Wie gesagt, ich suche gerne das Bild mal raus. Muss mal gucken, wann ich das gemacht hatte damals. Ja, hier geht's natürlich schön runter. Konntest du noch einigermaßen ringehen, ey. Überleg mal, das ist jetzt vielleicht 2 Jahre her. So lange ist das noch gar nicht her. Hier würde ich auch nicht mehr ringehen wollen. Jetzt müssen wir langsam ein bisschen safe gehen. Geht euch das mal an. So, Dominik, wenn du das Video siehst, ganz ehrlich, kannst du dich noch daran erinnern, dass wir hier drin in dem Raum gestanden haben? Alter, das ist doch Wahnsinn. Ja, auch alles kommt jetzt zerfallen, ne? Aber bis jetzt der Boden sieht ganz gut aus. Kann man noch gut stehen. Ja, naja, dann werden wir mal gucken, dass wir weiter hochkommen. Und dann versuchen wir da mal was dran zu kriegen. Zu unserem Waschbecken. Achso, Terrasse habe ich euch noch angezeigt. Mensch, wir werden mal doch noch nicht hochgehen, wa? Hier auf der Terrasse könnten wir mal ein Overnight machen, wa? Kannst du ruhig noch öfter sehen, sieht ihr seid da drauf. Ja, das war damals schon sehr massiv gewesen, das Ding. So, Leute, die anderen sind noch im ersten OG. Ich werde jetzt mal im zweiten OG schon mal hochwackeln. Mal gucken, was es hier so gibt, weil ich will euch unbedingt zeigen, wo Dominik damals gestanden hat. Also wir zumindest gucken, ob das war. Oh! Fuck!
Ich soll nicht so viel Scheiße sagen. Naja, hier wird wohl doch nicht mehr wirklich viel mehr zeigen sein. Hier waren wahrscheinlich die bösen Kinder eingesperrt. Hier ist noch schön mit Schließmechanismus. Jetzt sind noch. Nee, geht nicht rum. Ach so, cool. Guck mal hier, der Schornstein. Der geht hier immer schräg hoch. Und geht er wieder runter. Den kann man auch nicht hier sehen. Oh, hier haben sie was aufgebrochen. Aber wahrscheinlich was Wertvolles drin. Ist wahr. So, ja, dieser Schornstein, der so schräg geht. Ob sie den vielleicht gleich als Stütze genommen haben? Aber das verstehe ich nicht. Der muss ja rausgehen. Oh. Werden wir mal sehen. So, hier brauchen wir, denke ich mal, nicht mehr ganz so weit reingehen. Daran kann ich mich auch noch so ein bisschen erinnern, genau. Hier links war das schon immer zerfallen gewesen, da. Und wir sind nämlich dann hier rechts irgendwie lang und sind dann die Treppe hier hoch und dann konnte es nämlich oben auf den Dachboden gehen. Oh, 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 Schrauben. Oder Nägel. Da hinten geht es noch lang. Der Boden sieht ganz gut aus. Hier führt ein Balken entlang. Also laufen wir hier lang. Ab auf die Treppe. Ja, das ist es. War zwar damals nicht so zerfallen. Da hat Dominik drauf gestanden, hat drunter fotografiert. Der hängt da irgendwie. Ah, das ist ein Dachfenster. Hier oben ist nämlich gleich Schluss mit lustig. Jo. Schon ein interessantes Ding hier. Schade, ich wollte eigentlich gerade auf die andere Seite hier hochgehen. Aber das war damals nicht so zerfallen. Die Treppe werde ich wohl nicht mehr hochgehen können. Das werden wir mal lassen. Ja, hat er dich erschrocken? Ja, aber ey, hör auf doch. Ja, wir wollen mal versuchen. Ja, schon wieder das Herz, ey. Was hast du denn gemacht mit ihm? Wie versteckst du in der Ecke? Weißt du, wo ich gerade den Lauf genannt habe? Da steht da im Dunkeln. In der Ecke, lass mal spielen. Ja, auch richtig spooky. Wow. Lappe, weißt du, so hier noch. Und der Robert macht sich mal nach oben. Ja, ich wollte eigentlich da hinten hochgehen, aber die Treppe hängt da in der Luft. Ja, und die... Ja gut, hier oben sieht jetzt, sag mal, vom Balken her sieht es doch gut aus. Ne? Naja, hier brauchst du auch nicht mehr hochgehen. Da kommst du die beiden Uni entlang. Ne, hier ist gar nichts. Jetzt kannst du das Video geben? Ich weiß es nicht, ich würde es nicht ausprobieren. Komm, wir machen mal einen Belastungstest. Ne, dann machen wir Tino. Ich nicht, ich bin weg. Ich halte damit schlechte Erfahrung. Das ist schon die Wahrheit. Handy knackt? Ne, aber wenn du auf jeden Fall einen Stift in der Hose hast, dann wirst du, das war zu viel. Hätte man vielleicht sein lassen sollen. Oh, die Treppe ist auch die richtig schön. Die letzte Stufe ist nur scheiße. Zwischendurch sogar Stufen scheiße. Aber hier, die Treppe sieht gut aus. Ist ja hier komplett. Tino. Ist das denn? Was sie da im Ort machen? Ist die Schufe, ja. Das Ding ist wirklich groß, du. Ich dreh euch mal um, wa? Von da oben ist der Schnee, wie guck mal, da ist so eine Sifferung drin. Ja. Alles für kleine Kinderhände. Hier ist nicht ganz so viel. Alter, fick dich! Alter, ich hab dich da stehen sehen, ne? Oh, Kacke! Oha! Oha! Hier war auch ein Bad. Ah, Kiki, hier waren sogar Duschen. Und hier war mal eine Decke. Die ist durch. Da oben hast du auch gesehen, dass da das Wasser durchgefasst ist in der zweiten Etage schon. Wo die ganzen Balken weggegammelt sind. Das ist gleich hier, wo ich mit dem Wasser passiert sein. Ja, ich denke mir bestimmt, weil wie gesagt, das ist schon 2 Jahre. Oh, guck mal, Frosch. Oh, den hab ich wirklich gesehen. Komm her, komm her. Wir kriegen dich. Zeig uns den Weg. Der ist komplett verwirrt. Alter, Dicker, bleib doch mal stehen. Will ich da bloß filmen? So, jetzt kannst du springen. Spring. Spring.
Spring. Ich mach grad Pause. Ja, merkt das schon. Kumpel. Ah, jetzt ist er gesprungen. Spring ins Loch. Ach, hier ist die Waschmaschine. Ja doch, daran kann ich mich doch erinnern. Ey, jetzt ist der wirklich im Loch gesprungen. Ja, der ist im Loch gesprungen. Jetzt ist es weg. Froschschenkel. Ist irgendwo da drinnen. Der wohnt da. Hast du ihn? Nee. Ich glaube, der ist nämlich da unten rechts hingegangen. Da, kick, da ist er doch. Aber der kommt doch nicht mehr raus, ey. Na toll. Lebensretter spielen? Ganz alleine. Was? Wir haben tierische Rüssel. Also, oh, ey, ich hab grad gedacht, hier wird so gehen. Ganz ehrlich, im Keller ein Raum, der komplett befliest ist, der auch noch so eine alten Decken hier drin hat. Die Kinder wurden doch hier gequält. Hey, nimm meine Philosophie hier nicht weg. Ja, könnte durchaus möglich sein, weil hier war wahrscheinlich eine Kühlkammer oder irgendwas. Geht ja mal, was hier für Viecher dran hängen. Die für Viecher dran hängen, Alter, Schwede. Oh, mir kribbelt ja alles, wa? Das ist ja die ganzen Wände sind mit dem Scheiß voll. Er könnte wirklich die Küche gewesen sein. Da hinten war so eine Art Kühlkammer oder irgendwas. Und hier, entweder war das auch eine Kühlkammer oder die haben hier einfach bloß irgendwelche Konserven gelagert. Da kriegt man hier eine schöne alte Stahltür oder was? Oder ein paar Eisen. Und noch wieder ein Schuh. Ja, hier ist nicht ganz so lohnenswert, hier wird. Oh, kriegt euch das Gewölbe hier mal an. Das ist geil. Da geht ja schon mal mein Herz auf, bei sowas. Junge, da haben sich Leute noch Mühe gegeben für. Was ist denn das hier? Ist das ein Brotbackautomat oder eine Schneidemaschine? Könnt ihr mal in die Kommentare unten schreiben. Das würde mich ja mal interessieren, was das war. Und was sagen Sie dazu? Unfassbar, was hier passiert ist. Akte X, das ist unfassbar. Ich dachte, ich war das X-Bot. Das ist der Rest, den mir eingefallen hat, der war so. Fiktion oder Realität? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber diese Klo habe ich damals fotografiert, habe es bei Insta hochgeladen und habe sofort einen Kommentar gekriegt. Dieser Kommentar ging völlig ab, weil derjenige, der drunter geschrieben hat, hat gesagt, das sieht aber nicht mehr wirklich besonders sauber aus. Ich putze das jeden Tag und ich denke mir so, sorry, ich veröffentliche sowas aber nicht im Internet. Jo, lass mal hier durchgehen. Hier ist ja noch besser. So, das war's hier schon wieder, wa? So, Leute, das war's heute mal. Oh, ich seh nichts. Bevor ich jetzt hier irgendwo gegenlaufe, mach mal Licht an. So ist besser. So, die anderen düppeln da hinten noch so ein bisschen rum. Wir sind jetzt hier soweit durch. Haben uns alles angeguckt. Draußen war alles sehr vollgewachsen mit Sträuchern und Co. Da ist leider nicht mehr wirklich viel zu zeigen. Eigentlich wollte ich euch ja ganz gerne nochmal den Pool zeigen wollen. Aber ja, kommen wir leider nicht ran. Ansonsten verabscheue ich mich jetzt hier im Namen von allen, die jetzt da hinten noch so rumdümpeln. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ihr wisst ja, alle 14 Tage, lasst einen Daumen oben, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, weil kann natürlich auch sein, ab und zu mal verpennig irgendwas. Dann gibt es halt mal kein Video so schnell. Alles klar, bis dann. Macht das gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao.